Jetzt kommen wir zu zwei jungen Menschen, die etwas ganz Besonderes machen. Eis. Wenn Sie sagen, ist doch nichts Besonderes. Ja, aber so wie Sie es machen, schon. Bitte begrüßen Sie Philipp Nigisch und Boris König. Herzlich willkommen. Das ist euer Eiswagen, ja? Aber ihr macht nicht Eis, man kommt nicht dahin und sagt, ich nehme von dem, von dem, von dem, von dem, sondern die Leute können sich ihre Sorte selber aussuchen und die macht ihr dann, richtig? Ja, das ist der Wup-Wup-Truck. Wir nutzen flüssigen Stickstoff eben, um das Eis frisch herzustellen und haben da ganz besondere Sorten dabei. Wie seid ihr darauf gekommen? Es kam tatsächlich so ein bisschen aus der Physik. Also ich bin Physiker vom Hintergrund. Okay. Und wir haben in der Uni damit rum experimentiert und dachten, okay, da muss doch irgendwie auch was mit Eis zu machen sein. Und haben so unsere Versuche gemacht und dann ist das jetzt daraus entstanden. Denn flüssiger Stickstoff ist, macht sehr kalt. Genau. Ja? Wie kalt ungefähr? Flüssiger Stickstoff ist eigentlich nichts anderes als kalte Luft. Ja? Also Luft besteht zu 80% aus Stickstoff, 20% Sauerstoff. Und wenn man es nur kalt genug macht, dann wird es eben flüssig. Ja? Ah, okay. Minus 200 Grad Celsius. Wann wird's dann wieder, wann geht es dann wieder in den gasförmigen Aggregatzustand? Na, bei minus 199 quasi. Also es muss nur ein Ticken drüber sein. Ah, okay. Das sind minus 197, aber wurscht, das ist einfach jenseits von. Und man braucht diesen Stickstoff, um das Eis so schnell machen zu können. Sonst könntet ihr das ja gar nicht anbieten. Das würde das ja viel länger dauern. Genau, das ist halt so eine schnelle Kälte, die du einfach kriegst. Genau. Ja. Wir zeigen mal, was man mit Stickstoff alles machen kann. So. Genau. Das ist jetzt ein. Das ist ein Topf? Ein Topf. Ja. Vielen Dank. Das ist also ein Topf, meine Damen und Herren. Ist was drin in dem Topf? Du schüttest das. Ja, eigentlich sollte da aber nichts drin sein. Ach, da sollte nichts drin sein. Moment. Da ist aber was drin. Okay, erstmal dann. Erst unsere Mitarbeiter safety, müssen auch mal austreten zwischendurch. Bitte? Safety first, also das muss ich anziehen. Genau. So, jetzt ist nichts drin. The Dark Tenor. So, da ist jetzt nichts drin. So, jetzt kommt. Und jetzt kommt der Stickstoff da rein. Stickstoff. Das ist der flüssige Stickstoff. Das ist schon kalt, sehe ich schon. Was? Und jetzt? Geht einen Schritt zurück. Es geht einen Schritt zurück. Was passiert jetzt? Jetzt kommt Boris. Jetzt kommt? Mit heißes Wasser? Ja. Achtung! Wow! Spitze! Was passiert eigentlich, wenn man sich selber flüssigen Stickstoff über die Rübe schüttet? Kommt drauf an, wie viel du nimmst. Ne? Also es bildet sich erstmal eine schützende Gasschicht. Aber zu viel Stickstoff will man nicht abkriegen. Kann man sich verletzen? Wenn man Schock kriegt. Insbesondere in die Augen willst du es natürlich nicht kriegen. Ja? Aber du willst ja auch heißes Wasser nicht in die Augen bekommen oder so. Ja, völlig klar. Aber es ist nicht, also Stickstoff, also wie auch in der Luft, es brennt nicht, es explodiert nicht, sondern es ist halt einfach in dem Fall kalt. Ja, okay. Das ist die ganze Idee. Also, dann zeigen wir jetzt mal, wie ihr Eis macht. Aber nein, das zeigen wir jetzt nicht. Das zeigen wir gleich, wie Sie mit Stickstoff Eis machen. Und zwar nach der Werbung. Also, bleiben Sie dran. Bis gleich. Zurück hier im Wup-Wup-Truck. Ja? Damit steht ihr wo genau? Wir stehen momentan fest in Berlin an einer Beachbar, Charlie's Beach am Checkpoint Charlie. Okay. Sehr entspannt. Und dann kommt der Kunde an und sagt, ich hätte gerne ein Eis. Und dann sagt ihr, was soll es denn sein? Dann sagt er, uns egal, was sie möchten. Unter anderem, wir haben zwar immer drei Sorten, die wir vorschlagen, aber man kann eben auch wild kombinieren. Heute haben wir echt auch ganz verrückte Sachen mitgebracht, dass wir mal ein bisschen experimentieren können. Man kann aus allem Eis machen, theoretisch? Ich denke schon. Ja. Werden wir noch testen. Was habt ihr denn anzubieten? Wir haben dir jetzt mal von unseren klassischen, tollen Sorten was mitgebracht. Ja. Und ich würde dich einfach mal kosten lassen und du sagst, was es ist. Was es ist? Ja. Okay. Das sieht erstmal aus so ein bisschen wie Vanille. Du musst da ein bisschen was von den Stückchen auch mit erwischen. Oh! Ja. Irgendwas Nuss, irgendwas mit Nuss? Ja. Nuss ist auf jeden Fall da drin. So eine Art Erdnuss.
Genau, ist ein Erdnussbuttereis, aber mit was ganz Speziellem noch drin. Die Amerikaner würden so voll drauf legen. Speck? Ja. Habe ich gesehen hier. Ja, okay, das, also Speck im Eis. Kann man machen. Ja. Gar nicht schlecht, also kann man, also... Kann man machen. Ja. So, was ist das hier? Sieht nach Schokolade aus. Schmeckt aber wie... Schokolade. Genau. Ja. Unser Dark Chocolate Brownie Eis. Hm. Wäre was für den Dark Tenor wahrscheinlich. So, das Lila, was könnte Nummer das sein? Himbeere. Ja. Himbeer wäre rot, lila ist unsere frische Brombeere mit... Frische Brombeere, was? Nicht mit Leberwurst zum Beispiel? Nee, so speziell noch nicht. Mit Mohn. Mit Mohn und einem Schuss Limette. Ist aber cremig, muss man sagen. Genau, das ist eben, ich würde sagen, wir führen es einfach mal vor, wie es denn nun eigentlich genau funktioniert. Also wenn ihr dann Eis nach Ansage macht, dann können wir jetzt sehen, wie lange das dauern würde. Also es gibt ein Basis, was ist das, Milch? Genau, Milch, Sahne, verschiedene Zuckerarten. Okay. So, das ist die Grundlage fürs Eis. Ja. Und jetzt sagst du zum Beispiel... Hier, nehme ich Tomaten, was ist das? Mozzarella. Tomaten, Mozzarella und was hier? Spinat. Spinat. Ja. Oder Basilikum vielleicht, dann hast du... Caprese. Caprese, genau. Ja, dann hätte ich gerne ein Caprese-Eis. Dann machen wir das. Tomaten, Mozzarella, kommt da jetzt rein? Na klar. So. So, nicht zu wenig. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Du musst ja noch was verdienen, ne? Was kostet das Bällchen oder wie ist das bei euch? Also so ein Becher kostet bei uns 3,50 €. Ah, okay. Och, das geht ja noch. Ah, ich glaube, ein bisschen Peanut Butter an der Hand. Bällchen gibt's bei euch nicht. Bällchen mit Hörnchen gibt's nur in Köln, ne? Bei euch hat das Kugeln in der Waffel, ne? Kugel und Waffel, ja. Ja, bei uns hat das Bällchen mit Hörnchen. So, jetzt wird das erstmal... So, genau. Das wird gar nicht gemixt vorher. Da haben wir vorher. Noch eine Schutzbrille. Ah, und jetzt kommt hier der Stickstoff da rein in das Eis, dann genau, deswegen also geht das so schnell. Der Stickstoff ist quasi hier in diesem großen Kanister. Ja. Da hat so ein bisschen Eigendruck und wird dann hier über dieses Rohrsystem in die Rührschüssel geleitet. Okay. Das ist so die Idee. Ja. Und jetzt dauert das wie lange? Na, so 30 Sekunden ungefähr. Ja. Ja. Und der Vorteil ist eben, es wird dadurch, dass es schockgefroren wird, wird es cremiger. Ja, also kannst dir vorstellen, wenn du sonst was ewig frieren lässt, dann wird es so richtig kristallisch. Genau. Und je schneller du es machst, desto cremiger wird es eben. Okay. Wie ist Stickstoff teuer? Ja, was kostet so ein Kanister Stickstoff? Stickstoff ist ja nur Luft, ja. Also du musst quasi Energie aufwenden, dann kannst du es runterkühlen. Aber also, muss man ja irgendwo kaufen, machst du ja nicht selber den Stickstoff, oder? Kannst du die zu Hause ein und stellst sie dann in den Kühlschrank? Ja, also Preise variieren ganz stark, je nachdem wie viel man abnimmt. Nicht so wie irgendwie Benzin, wo es halt 1,50 € kostet, sondern je nachdem wie viel man nimmt. Was kostet denn ein Liter Stickstoff? Sagen wir mal für 1 €. Ah, echt? So teuer ist ein Liter Stickstoff? Wie viel Liter Stickstoff brauchst du, um das Eis zu machen? So ein Drittel vielleicht. Okay, und dann rechnet sich's ja noch. Dann kann man es noch machen. Das ist bestimmt ein Spektakel, ne? Da stehen dann die ganzen Leute und sagen, was dampft da immer so? Oh, das ist bestimmt Currywurst. Und dann ist es aber Eis. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Habt ihr das schon mal gemacht, das Eis? So, unser Caprese-Eis. Das ist jetzt ein Experiment. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Und dann stellst du es wieder in so ein Wasserbad? Warum? Genau, damit, du siehst, jetzt ist es ganz leicht von der Wand abgegangen. Die Schüssel wird natürlich ziemlich kalt. Okay. Genau, und jetzt gucken wir es hier raus. Dann kommt das ganze Ding da rein. Genau. So. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Schön. Löffel findest du gleich vorne links. Ah, sehr gut. Mozzarella. Die Tomaten schmecke ich nicht. Hast du welche reingetan? Vielleicht sind die da versteckt. Also Basilikum schmecke ich. Ja. Mozzarella kann man gut. Mozzarella schmeckt auch nach nichts. Ne? Ja, genau. Mhm. Man hätte gerne was Kräftigeres. So. Habt ihr Mettbrötchen mit Zwiebeln? Könnt ihr sowas auch machen? Habt ihr bestimmt da, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich kann mal im Kühlschrank kurz schauen. Natürlich. Immer. Guck mal. Zwei Mettbrötchen da. Das wird aber das musst du jetzt erst pürieren. Ich würde sagen, die pürieren wir erstmal. Genau, pürier die und dann könntest du ein Eis draus machen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach das mal Das riecht aus. Jetzt schon super. Mettbrötchen riecht immer super. Während ich hier das Pizza-Eis esse. Das Eis in sich an sich schmeckt gar nicht schlecht. Ja, oder? Wenn da nicht die Tomate drin wäre. Aber man kann theoretisch alles zum Eis machen. Klar, wir können auch noch ein bisschen rote Beete oder Rucola. Mal ein bisschen mehr Mett dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. Eher Mett als Brötchen. Ja, eher Mett als Brötchen. Ja, das nimm ruhig noch von dem. Ja, genau. Noch ein bisschen und Zwiebeln dabei. So, das sieht gut aus. Bin ich mal gespannt, so, noch ein bisschen natürlich von unserer Basis. Man denkt wahrscheinlich jetzt, das kann nicht schmecken. Was war das ungewöhnlichste Eis, was ihr gemacht habt?
Na, gleich Mettbrötchen Eis. Achso, das ist das. Das wird auch nicht mehr getoppt. Da bin ich mir sicher, das wird der Renner. Ich teste das Sommer, jetzt. Der Sommer 2015 kann kommen. Ja, ich teste das jetzt. Gut, dann muss es püriert werden. Genau. So. Zacki, zacki. Ah, sieht schon gut aus. Mmh. Oh. Mmh. Das sieht jetzt schon gut aus. Also solche Sonderwünsche könnte man auch haben, wenn man jetzt sagt, man kommt in Berlin von der Currywurstbude und gibt euch einfach die Currywurst und sagt, macht ein Eis draus. Ich glaube, das würden wir machen. Ja. Okay. Ah, oh, das sieht schon lecker aus. Guck mal hier. Oder? Mmh. Guck mal. Mmh. Oh, und riecht gut. Wir können auch so ein paar Zwiebelchunks vielleicht mit dazu machen. Ein paar Zwiebel was? Chunks. Chunks. Ja, oder? Das, aber das ist so kross, ist, wenn man reinbeißt. Ja, knackt, wenn man reinbeißt, ja. Okay. Da kommt doch jetzt wieder das Milchzeug dazu. War schon ein bisschen drin, haben wir gerade. War schon ein bisschen drin, genau, okay, alles klar. Okay. Zum Pürieren gemacht. So, jetzt bin ich gespannt. Kann man da so eine Art Patent auf eine neue Eissorte, kann man das eintragen lassen, wenn man was neues Eis erfunden hat? Hast du Angst, dass jemand das nachmachen will? Ja, oder Angst, dass jemand das nachmachen will. ja, doch, ein Geschmacksmuster lässt sich beantragen. Ja. Können wir gleich nach der Sendung mal in Auftrag geben. Ich glaube, das könnte ein Erfolg werden. Ich rieche es jetzt schon. Das kann ich mir auch so als Massenware vorstellen. Matt vom Schleck zum Beispiel. Mm. Am Stiel, ja, das ist auch gut. Ja. Und dann so ein Werbespot, wie so schick gekleidete Leute in der Karibik sitzen und am Matt-Eis lecken. Stil echt, auf jeden Fall. Und George Clooney irgendwie hat so als Kapsel hat das der. Ja, ich sehe schon, mit den Ideen kommen wir voran mit dem Konzept. So, ist doch schon so halbwegs. Ja. Sieht aus. Es sieht gut aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Erfolg wird. Aussehen tut es erstmal nicht schlecht, ne? Ja, man riecht deutlich, also dass da Zwiebeln drin sind, riecht man auf jeden Fall. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Eis mit Fleisch ist nicht der Trend? Na, ab jetzt schon. Ab jetzt schon, ja. Veganes Eis. Ist nur Mett, ist kein Fleisch. So. Hatten wir nicht noch Salzstangen dazu eigentlich? Irgendwo? Ach genau, ja. Könnt ihr auch Salzstangen sowas machen? Ich dachte, wir machen jetzt so eher so ein Mett-Igel-Eis draus. Ja, okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Sieht ganz lecker aus, ne? Kann man hier ist nicht sagen. Hier ist der Zwiebelchunk. Ich glaube, den musst du mit erwischen. Den Zwiebelchunk, ja, aber lass mich erstmal nur das Eis so an sich. Mh, schon mal super. Wo steht ihr am Checkpoint, Charlie? Ja. Den Amis könnt ihr das verkaufen. Ab Mittwoch. Ja, die finden super. Ja, genau. German Mettwurst. Genau, Cream. Jerky Matt. Ja, gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wie nennt man das dann einfach nur? Matt Eis oder was? Oder Eis Matt? Matt Cream. Ja, oder? Matt Cream, genau. Matt Cream Deluxe. Onion Chip. Matt Cream Onion Chip. Das ist die Sehr gut. Also, wenn wir Zeit haben, machen wir auch noch ein leckeres Eis. Das hat mir tatsächlich besser geschmeckt. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man sieht, dass es geht. Ja, viel Erfolg mit eurem Laden und dann toi 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 mit den vielen verschiedenen neuen Eissorten. Danke, wenn du in Berlin bist, komm mal vorbei. Gerne. Vielen Dank. Dankeschön. So. Ich nehme noch mal was hiervon. Lecker, lecker. Mmh, das ist gut. Ja. Ich muss diesen Geschmack aus dem Mund kriegen von dem Metteis. Echt widerlich, kann ich Ihnen sagen. Mmh. Aber das ist gut.